Okay, meine Freunde, es wird nach Froggy gesucht in der Vergangenheit oder nach irgendetwas in der Richtung. Kann ich eigentlich in die Stadt rein mit Big? Ja, darf ich sogar. Tatsache. Okay. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt. So. Bis ich mit dem die Stadt abgeklappert hätte. Boah, nee. Das dauert Ewigkeiten bei dem, sein Tempo. Können wir mit Tails nochmal genauer klappen. Mit Tails ist es am angenehmsten. So. Froggy? I don't like the looks of this place. If something happens now, there's no point to my rescuing you. I don't know who would bother to save us both. We better get going, buddy! Emergency alert has been canceled. Resuming monorail operations. Oh. Dann sollten wir uns doch mal langsam verdrücken, hä? Wie ist mit dem Taxi? Das ist cool, dass Eggman sowas einbaut. Ja, ganz ehrlich, was kann Big mit der Vergangenheit davon anfangen? Überhaupt nichts. Der hat irgendwie. Der passt da irgendwie nicht so ganz in die Szenerie. Immer noch, bin ich immer noch der Meinung. Warte mal. Kann ich mich mit dem zum Ding launchen? Nee. So. Dann gehen wir mal hier längs. Und hier kann ich doch auch irgendwie hoch. Genau. Töp, 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 töp. So, Boyoing. Ich dachte Boyoing. Und eben nicht. Kein Boyoing für mich. So. Ach, da kommst du auf einmal hoch, Big. Okay, da muss ich hin. Und da ist ja der Zero Four. Ne, Zero Four, Chaos Four. Na, du fliegst da einfach so in der Luft. So, I see you're trying to escape. I'm right on time. Chaos, grab him! Get that frog! And don't forget the Chaos Emerald! Strong.
what happened? Chaos has transformed again. Huh? Uh-oh. Gotta go! Froggy? I'll save you. Don't worry, Pally. So, he's your friend, eh? Sieht aus, als würde er schon ersticken. No sweat. I'll get him back. Watch me. Careful, Froggy. Don't worry. We'll get you back. Okay. Chaos 6 versus Big. Aber Mann. Naja. Bist Verdammt. Ach Mann, ich vergesse immer, dass der sich nicht gleich umdreht. Hab ihn. Wunderbar. Aber dass ich dafür kein Gewicht kriege, ist unfair. Froggy wiegt immer noch 5, obwohl, wenn er Chaos Emerald ausgespuckt hat, nicht mehr 500. I won't let them take you away again. Go, go on and get out of here. I'll do the rest. Oh, okay. Thanks. Come, little buddy. Time to get a move on. So, und jetzt müssen wir nur noch hier abhauen. Und Big hat nicht keine andere bessere Idee als das. Ganz ehrlich, ich hätte gerne gesehen, wie er da gelandet wäre. Also, wie er mit diesem Flugzeug geflogen wäre. Wie auch immer. Ja. Ein Frosch und eine Katze im Symbiose. Wenn das Tikal sehen würde. Obwohl, der Tikal wäre, glaube ich, das eher egal. Ich glaube, der Schrein wäre wichtig. Aber wenn ich mir gerade überlege, ich weiß, wie das Spiel ja endet. Ja? Und ja, wenn es heißt, was Knuckles ja auch schon gemacht hat, aber in Sonic Adventure 2 Battle mit dem... Oh, da habe ich einen Power-Up vergessen gehabt. Hoppala, das holen wir gleich nach. Wo er den Master Emerald halt befiehlt, den Chaos Emeralds, dass sie stoppen sollen. Warum verwendet er das dann hier nicht? Da muss er diesen Spruch ja schon immer erkennen. Spätestens jetzt von Tikal, wo er es ja so gesehen gelernt hat. Dass er ja den Chaos Emerald quasi mit dem Master Emerald die Chaos Emeralds ausschalten kann. Hätte er ja auch eigentlich bei Chaos machen können, einfach den ausschalten. Ich glaube, das ist ja hier eher dran gescheitert, weil der damals nur nicht so mit Sonic so richtig zusammengearbeitet hat. Weil es ja erst nach und nach kam, dass die sich angefreundet haben. Obwohl sie ja immer noch so leichte Kontrahenten sind. Beziehungsweise Knuckles hängt ja eigentlich in der eigentlichen Form ja nicht mit denen rum,
Weil er ja den Master Emerald bewacht. Ah, da müsst ihr ja eigentlich das auch spüren, wenn da diese wenn dieser Chaos aktiv ist. Mich wundert es aber, dass Chaos sich nicht an der Quelle aufgehalten hat. Also an dem Schrein, den er ja auch mit bewacht quasi. Oder mit bewacht hat. Wo ja die Chaos und sowas war. Wenn ich mir jetzt mal überlege. Eigentlich fehlt ja ein Schaugarten zu diesem erstes Emerald-Schrein. Wenn ich jetzt mal so überlege, weil die Chaos waren da heimisch. Warum gibt es keinen Schaugarten in der Form? Ich muss noch das eine Power-Up holen. Das habe ich nämlich voll verpasst. Ich wusste, dass es noch ein Power-Up gibt, aber ich habe vollkommen verpeilt, wo es ist und habe nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass diese Story zu kurz war von dem. Das ist echt kurz. Aber gut, dass ich es hinter mir habe, so ungefähr. Weil es halt ein bisschen trist ist mit ihm. Auch wenn es an sich Spaß macht. Aber es ist einfach zack, zack, Ende, zack, zack, Ende, zack, zack, Ende. Wenn man es gleich einen Dreh raus hat, dann schafft man jedes Stage in der Minute. Und kann diese Story, selbst wenn man die Cutscene sich anguckt, innerhalb von 20 Minuten durchspielen. Aber es ist halt nur so ein kleines Nebending halt, um das Spiel ein klein wenig Abwechslung zu verschaffen. Irgendwie, ich weiß nicht. Okay, das sieht ein wenig glitchy aus. Mich hat er nicht angegriffen. Ich hätte echt gern gesehen, wirklich echt gern gesehen, wie der damit geflogen wäre. Vor allem, wie hat er das Ding gestartet? Naja, egal. Trotzdem frage ich mich, was in der Zukunft aus ihm geworden ist. Der ja nie wieder auftaucht. Wahrscheinlich in den Music Ruins geblieben bis zum Umfallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse das Chao-Züchten in den zukünftigen Generationen. Ich vermisse es einfach. Es fehlt. Es war ein so schönes Gadget, das hätten sie. Ganz ehrlich, ja. Man kann ein Sonic-Spiel nicht wirklich online so gescheit umsetzen, wie man sich das wünscht. Ja, oder man könnte es vielleicht umsetzen, aber dann so über Adventure 2 Battle 1 gegen 1 Spiele oder halt Zeit-Dinger. Aber man hätte auch solche Chao-Races und sowas einbauen können online. Ja. Damit man nicht bescheißen kann, hätte man halt so eine Online-Pflicht quasi machen müssen. Für dieses Chao-Züchten. Ja, das. Warte mal, ich wollte jetzt nochmal bei Big was das holen. Dass man halt, ja, dass man da Chao zwischen und so eine Pflicht hat und quasi man dann diese Chaos gegen den antreten lassen kann, ja. In Karate und in Rennen, was weiß ich, ja. Hätte man alles irgendwie umsetzen können. Da, das Power-Up wollte ich noch holen. Was bei mir jetzt schon das andere Power-Up ist, der blaue Köder nämlich. So. Damit hätten wir das hier auch. So. Aber dass die hier alle mit so einem Fahrzeug rumgrüßen können. Okay, der nicht. Arme Sau. Ah ja, stimmt, hier genau. Das Boot gab es noch als Alternative. Um zur Egg Carrier zu kommen. Genau, das war noch. Ah, trotzdem. Wer hat die Egg Carrier damals eigentlich wieder aufgefangen? Das war cool. Das war ein Glitch. Sprung. Also ich hab. Ja, stimmt, das könnt ihr ja gar nicht beurteilen. Obwohl, vielleicht doch. Weil ich hab mich hier ja gestellt. Und hab eigentlich in die Richtung gelenkt, wo ich halt gelaufen bin. Und er ist irgendwann angefangen rückwärts zu springen.
Na gut. Lassen wir den Mist. Ich würde sagen, in der nächsten Episode nehmen wir dann die Story an, oder gehen an die Story ran, die mich am meisten in diesem Spiel bewegt hat. Ich finde die Story an sich, damalige Zeit muss man auch nebenbei immer wieder sagen, ja. Die hat mich halt so sehr bewegt, man sollte im Abwasser fischen gehen. Ich fand das echt cool. Weil die anderen Storys halt drehen, sind halt so wirklich auf das ganze Geschehen fixiert und ja, die Story ist halt ein bisschen eigen. Na gut. Und bringt dadurch seinen eigenen Charme mit. Okay, Freunde, damit würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir gehen in der nächsten Runde zu E102. Also, bis dahin.